Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Was ist das eigentlich für ein Brett? Ich glaube, da haben wir aber schon mal nachgeschaut und ich glaube, da war nichts. Und dass wir erstmal hier die Nebenquests machen werden. Wurde wohl von Schwarz. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Och, jetzt darf ich hier wieder nicht runter. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Aha. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich könnte gerne nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Okay. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Ja, würde ich gerne. Achso, er hat automatisch umgeschaltet. Okay. Das ist... Oh, wieso bleibe ich... Weil hier ein riesiger Stein ist und wieder so ein blöder Kram im Weg ist. Das ist doch nicht normal. Moment, da hinten ist ein Gegner. Du bist das, oder? Nee, du bist das. Okay. Incendio! Hier, so. Okay, ich schätze, das funktioniert nicht so richtig. Wer hier wohl wohnt? Frag mich nur gerade, warum die jetzt hier in der Nacht alle kommen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ich weiß. Ach so, das dauert noch ein Stück, bis wir da sind. Ja, das Problem ist, ich kann auch nichts... Ich glaube, ich kann nicht meditieren oder sowas, dass das nicht so... Also, dass ich nicht tagsüber... Quatsch, dass ich nicht nachts hier rumlaufe, soweit ich weiß. Das muss dann leider von alleine... Also, denke ich. Wenn ihr eine Möglichkeit kennt, wie man irgendwie die Zeit vorspulen kann oder so, dann sagt es mir doch bitte gerne. Weil ich hasse es immer, so im Dunkeln irgendwo rumlaufen zu müssen. Dann sind die Farben immer so trist und man kann... Nur die Hälfte sehen und... Ja, also generell mag ich das halt nicht. Was ist denn das da oben? Oh, hab ich mich jetzt schon... Ich dachte schon, da kommt jetzt hier so ein Riesenarmee oder sowas auf mich zugeprescht. Aber das sind nur Ruinen. Also nicht die auf mich zugeprescht kommen, sondern... Die ich jetzt gerade hier vorne sehe. So, hier wird es auf jeden Fall schon mal heller. Die Frage ist... Ach, da unten, das sind die Viecher, okay. Am Fluss vorbei, beim Wald. Hier muss ich richtig sein. Ja, die Frage ist nur... Greif dich gleich irgendwas von den Viechern an, weil das wäre nämlich nicht so günstig. Oh, 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 oh. Da ist auch nochmal so ein Ding. Kreuzspinnenotter. Okay. Die scheinen aber irgendwie über mir zu sein, oder? Muss ich da nicht rein? Revelio. Irgendwo hier muss er eigentlich.
Ich muss aber da hoch, oder? Weil das sind nämlich die Viecher, die ich nicht mag und die auch etwas hoch sind. Ich muss da hoch, ne? Frage ist, warum muss ich da hoch? Also sprich, was finde ich jetzt hier? Die Kiste, da könnte ich... Das sollte ich untersuchen. Achso, da. Was knallt denn da so? Tagebucheintrag 2 von 2. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Infernus geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin. Dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt mir das nicht, könnte ich der Nächste sein. Bardolf. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf irgendwie als Nächstes dran sei. Ja. Revelio. Die Frage ist, können die mich auch sehen? Da hinten ist das Zweite. Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der Flüche gemeistert, aber um mehr zu lernen, musste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magier nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu schützen. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er hörte Geflüster. Einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ja, das heißt was? Revelio. Das lässt sie offenbar kalt. Also ich würde ja normalerweise jetzt unten zur Höhle reingehen, weil ich hier oben so nichts mehr sehe. Ich meine, klar, da ist noch eine Kiste und so. Aber das scheinen die einzigen... Das scheinen die einzigen Dings zu sein. Vogel hinter mir. Das Problem ist, der steht da direkt bei der Kiste, ne? Greift der mich an, wenn ich den... mich doch normalerweise nicht sehen, oder? jetzt stehen hier natürlich alle da ein bisschen blöd im Weg rum. Ich gehe in der Zeit mal eben hier unten rein. Ich weiß nicht, ob wir hier auch was machen müssen. Sieht interessant aus. Oder ob wir hier quasi nicht auf die Antwort kommen. Okay, hier scheinen wir aber wirklich nicht auf die Antwort zu kommen. Sondern einfach nur noch was zu holen. Stehen wir da oben ein bisschen blöd rum? Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch suchen soll. Das ist gerade mein Problem. Ich gehe mal wieder hier den Weg hoch. Oder muss ich die jetzt... Tatsächlich, Moment, besiege einen Gegner mit einem chinesischen Kaukuchen. Ja, hallo. Das ist aber jetzt hoffentlich nicht hier drauf bezogen.
Will ich doch mal meinen. Obwohl, die habe ich ja auch noch, genau. Moment, mit LB. Revelio. Könnte man mal ausprobieren, ob die vielleicht gegen diese Viecher helfen. Die drehen sich jetzt gerade wie blöde im Kreis. Das ist positiv. Irgendwas? Achso, auf der Seite. So, das schnappen wir uns auch mal. Solange die da hinten noch beschäftigt sind, wollte ich gerade sagen. Okay. So, dann nehmen wir erstmal eine andere Position hier ein. Ja, ich weiß nicht. Sollte ich mal versuchen, den einen mit einem Kohlkopf dazu kaputt zu machen? Revelio. So. Die muss ich aber, glaube ich, werfen, oder? Probieren einfach mal ein bisschen was aus. Das ist irgendwie ganz lustig. Herausforderung freigeschaltet. Besiege Inferni. Och nee. Revelio. Reicht das nicht, dass ich den jetzt schon hier... Moment. Einen... Hä? Ich habe den doch noch gar nicht in der Luft gehalten. Na gut. Moment, ich muss jetzt erstmal hier... Oh, scheiße, das war der Kohl. Das wollte ich gar nicht. Das ist trotzdem irgendwie cool. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Na la 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 la. So. Aber der ist es, glaube ich, nicht. Doch, Moment, Leiche steht doch da drüber, genau. Das wäre nur ganz gut. Jetzt habe ich natürlich nichts Aufgeladenes. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Es ist nur... Tja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe wirklich... Da oben, das ist die Leiche wieder. Ja, super. Bei dem funktioniert's, oder was? Willst du mich jetzt... Vielleicht will Madame Baumann gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Also, ich habe keine Ahnung, warum... Das war nicht so günstig. Ich habe keine Ahnung, warum, aber irgendwie scheint das der einzige gewesen zu sein, bei dem das tatsächlich jetzt funktioniert hat. Oder es lag jetzt daran, dass ich mit Akio gearbeitet habe am Anfang. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob ich mich... Doch, es wäre vielleicht ganz gut, weil da links ist nämlich noch was. Nachricht lesen. Ja, dann halt nicht. Ist auch gut. Okay. Das sind diese Viecher hier, ne? Schließe Duellleistungen ab. Stufe 13 durchs Umherschleichen. Das finde ich doch klasse. Nein, das finde ich doch wirklich klasse. Okay, also um das Ganze ein bisschen abzukürzen, wir treffen uns jetzt gleich bei der Madame. Ich habe keine Ahnung, warum das da nicht funktioniert hat. Manchmal, glaube ich, muss man es einfach nicht verstehen. Aber wir treffen uns gleich dort. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Ja, aber das ist ja keine Frage. Die Frage ist, wo ist die Madame? Bist du das? Upper Hawksfield wird von Ranrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens.
So, ich könnte nicht umhin zuzuhören. Madame Büro, Büro. Beaumont, ich glaube, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder, ja? Madame Beaumont, ich glaube, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolf? Was wissen Sie über meinen Bruder? Tja. Leider wurde Bardolf in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolf gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf. Ja. Bardolf, mein lieber, lieber Bruder. Lieber, lieber Bruder, aber sie scheint noch eine Quest zu haben. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Verzeihung, ich fürchte, ich bin gerade nicht mehr ganz ich selbst. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf oder unsere Existenz. Einfach skrupellos. Renrock ist schuld, dass ich Bardolf verloren habe. Wenn ich unser Dorf von diesem Monster nur befreien könnte. Ich weiß einfach nicht weiter. Sie meinten, Renrocks Anhänger hätten hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Was ich ja ein bisschen blöd finde, wenn man oben drauf klickt, dann geht's ja weiter. Dann hat man die Fragen hier unten nicht mehr. Aber hier unten die Fragen kommen eigentlich im logischen Sinne nach der Frage oben oder beziehungsweise nach der Antwort. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Ich kann nicht fassen, dass er nie wieder nach Hause kommt. Ein Teil von mir will den Verlust meines Bruders rächen, aber der andere will sich einfach nur verstecken. Ich kenne Renrocks Anhänger leider nur zu gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Das ist richtig. Es wird anscheinend schlimmer. Ich sehe mich besser vor. Ausgezeichnet! Vielen Dank. Gibt das irgendeine Errungenschaft oder so vielleicht? Also normalerweise ist es ja so, wenn man sowas macht wie Trinkgeld geben oder so. Achso, das sind diese Trompetendinger wieder. Was haben wir denn hier noch? Achtung, Sumpfkrattler gesichtet. Vorsicht. Ja, komm ein bisschen spät. Aber danke für die Warnung. Okay. Normalerweise ist es ja so, wenn man sowas hat, dann kann man, was weiß ich, überall Trinkgeld geben. Bei den Bettlern was spenden oder sowas in der Art. Und dann bekommt man irgendwann eine Errungenschaft, wenn man das dann überall gemacht hat. Aber das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Zumindest kam jetzt keine Meldung, dass es zu irgendwas gehörte. Rebellion. So, räume das Koboldlager. Moment. Müssen wir erstmal gucken. Eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Beaumont sagte. Gut, ich hoffe das Beste. Oh Gott, okay. Die Zauberer haben Angst. Lemios. Ich werde dich tun. Protego. Du tot bist. Levioso. Wie das war noch nicht alle. Wie unverschämt, hier zu sein. Du siehst müde aus. Protego. Ich werde nicht tun. Levioso.
Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Okay, ich glaube, das waren alle. Noch eins übrig. Revelio. Gut, perfekt. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? So. Nee, das sah jetzt gerade nur so aus. Da drin ist auch nichts. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal zum nächsten rüber. Wo ist denn das? 100? Ja, das ist, geht ja noch. Das ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Da laufen wir dann noch eben gemeinsam hin. Die Frage ist halt nur, ne? Wie stark sind die? Das ist immer die Frage. Schön, dass du mal vorbeikommst. Revelio. Mal schauen. Also 4 Stück sehe ich hier drin. Sind aber sicher doch wieder mehr, oder? Alle dahinter. Kann ich vielleicht von oben da runterspringen oder so? Das würde jetzt ein bisschen... Oder da was drauf hämmern. Haben wir nicht so ein Ding hier? So ein... Ah, genau, das meine ich. Du hoffst immer noch auf eine Überlebenschance. Ein lästiger Mensch weniger. Ein lästiger Mensch. Lass das! Incendio! Okay. Sicher, dass du kein Muggel bist? Incendio! Ich werde dich ruhen, bis du tot bist. Levioso! Waren das alle? Ja, beide Lager geräumt. Madame Baumann wird sich freuen. Sehr schön. War da drin nicht gerade noch irgendwas? Nee, das hat nur so geflackert, ne? Revelio. Da könnten wir gleich nochmal kurz gucken. Das Ding sieht ja schon mal richtig, richtig geil aus hier, ne? Okay, da schauen wir aber trotzdem nochmal kurz nach. Wer hier wohl gelebt hat. Oh, da ist doch irgendwas. Okay. Das heißt was? Revelio. Taxi. Ich würde sagen, da gucken wir dann später nochmal nach. Damit die Folge da nicht ganz so lange ist. Ich laufe jetzt erstmal wieder zu Claire zurück. Teile ihr mit, worum es, also was passiert ist, beziehungsweise was ich gemacht habe und dann... rechts, das sieht aber auch sehr krass aus hier. Ist schon geil, diese Umgebung, ne? Was allerdings auch richtig geil wäre, wäre endlich mal ein Reittier, muss ich sagen. Bis gleich. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ja, das ist richtig. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich habe mich um Renrocks Lager gekümmert. Sie haben sie davongejagt? Wie? Doch, das war nicht schwer. Ich habe sie einfach überrascht. Naja, gut, überrascht habe ich sie schon, aber... Es war schwer. Und sie haben sich gewehrt. Aber ich hab's geschafft. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolf getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer.
Ranrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Okay, das ist auch eine Händlerin. Was verkaufen Sie? Schauen wir doch mal. Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Hauch der Toten, das haben wir doch auch eben eingesammelt, ne? Von Inferni gesammelte Essenz, Zutat für Donnerbräu. Okay, Spinnenfangzahn. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Aufrichtigen und Dank. Straßenköterfell. Okay. Dann, das ist schlechter als das, was wir haben. Das verkaufen wunderbar. Wir. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Ja, ja, wir müssen erstmal gucken. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Aufrichtigen Dank. Wir haben nämlich jetzt auch Dinge dazu bekommen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass. Vielen Dank verkaufen. Für all die Mühen bei ja, der Suche. Ja, ist ja gut. Du brauchst es ja nicht ständig Dank. Zu wiederholen. So, Moment. Ich schaue jetzt nochmal eben im Inventar nach. Achso, es war eigentlich die rechte, die ich drücken muss. Ja, ich hab's oft. Ich habe mich da oft mit vertan. Ich weiß. Ressourcen. Ach, wieso eigentlich Inventar? Will ich doch gar nicht. Ich will doch im. Bei den Ausrüstungsgegenständen nachgucken. Was erzähle ich denn hier für einen Quatsch? So, 34, das ist ein wenig besser. Das heißt, wir werden das erstmal reintun. Und auch wenn das sehr, sehr, ja, anregend ist, dass man das anziehen könnte, ziehe ich aber doch eine andere an. Die ist 25, wir haben jetzt aktuell 20. Die ist auch 25, aber in lila. 25 grün. Dann würde ich sagen, dass wir die mit 25 lila. Oh, die sieht gar nicht so schlecht aus. Der Hut. Der ist eigentlich ganz cool. Ja, der ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich den ausziehe. Aber so grundsätzlich finde ich den ganz geil irgendwie. Nur, ich denke mal, mir stehen da so keine Hüte. Dann 18, 19, 17. Welches habe ich denn jetzt gerade überhaupt an? Theoretischerweise müsste... Ja, ja, ablegen, genau. Okay, das ist 17. Dann nehmen wir mal das hier. Da war ja auch keine... Nee, war es nicht. So. Dann nehmen wir, das weiß ich gar nicht, als Umhang. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Welchen hatten wir denn jetzt? Hatten wir den mit den zwei Farben? Nee, ne? Wobei ich den ganz cool finde. Wir hatten, glaube ich, diesen Anfängerumhang da, ne? Genau, den hatten wir. So, und dann haben wir aktuell die 14, 19, 18, 22. Ja, dann ziehen wir das doch mal an. Das Ding sieht aus, als ob ich da einen Schlafanzug drunter anhätte. Aber okay. jetzt muss ich nochmal gucken. Was ist denn davon? Was ist das denn hier? Das ist tatsächlich ein Gewand. Okay. Wir hatten eins von den gelben, glaube ich, an. Ja, da, könnte sein, dass es das hier war. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gut. Theoretisch sind, glaube ich, die gesperrt, die wir anhaben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Genau? Die, genau. Oder ich habe das immer daran ausgemacht, dass das halt dann runtergegangen ist. So, das raus. Da ist jetzt keine Verschlechterung drin. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Aufrichtigen Dank. Ja, habe ich ja schon alles verstanden. Brauchst du mir aber nicht so oft sagen. So, das können wir auch wegmachen. Bei denen bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das die sind, die wir anhaben. Aber die lasse ich mal vorsichtshalber nochmal drin. Nicht, dass da doch noch irgendwas mit passiert. Ja, da hinten ist auch noch eine Quest. Die ist dann aber, glaube ich, hier in dem Haus drin. Oder die ist hinter dem Haus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und wir haben hier auf jeden Fall noch eine Chest, die wir nochmal eben öffnen können. Oder ist das die Quest? Das kann natürlich auch sein. Okay, ich würde jetzt mal glatt sagen, dass ich das mal kurz mit dem Handy abfotografiere, weil das werde ich so sonst nicht... Ich weiß nämlich nicht, wie wir das nämlich wieder aufrufen können. Brennende Kerzen, beziehungsweise Lumos. Okay, also da können wir mal... Eine Karte scheint nicht zu den fehlenden sein. Vielen Dank für all die Mühen bei der Suche nach ihm. Aufrichtigen Dank.
Nee, die scheint wirklich nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Ja, und das ist wirklich. Wer hier wohl wohnt? Gut. Okay. Ja, mit der Karte würde ich sagen, gucken wir dann das nächste Mal definitiv nach. Aber ansonsten scheint hier jetzt keine Quest mehr zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke nochmal ganz kurz in der Übersicht nach. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Nö. Nein, ach, du solltest eigentlich reinzoomen, nicht rauszoomen. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Ach so. Oder zeigen die uns dann den Weg? Moment, das muss ich mal kurz ausprobieren. Nee. Die zeigen uns nicht den Weg. Offenes Auftragsziel. Okay, meine ich doch, weil normalerweise Schatzkarten, die werden ja dann nicht vorgezeigt, wo die dann sind. Ja, da muss ich mich nochmal schlau machen, was wir jetzt als nächstes machen können. Ob wir hier noch ein bisschen bleiben oder woanders hingehen. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut. Wundert euch bitte nicht beim Kampf gegen die Inferni, waren es, glaube ich. Da habe ich etwas länger gebraucht, um... Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es jetzt so Absicht war oder ob das jetzt nur bei dieser einen Leiche von dem Typen funktioniert hat. Aber ich habe dann ja herausgefunden am Ende des Kampfes, dass ich ihn mit Akio zu mir ziehen konnte, dann verbrennen konnte und dann konnte ich ihn schädigen. Und das habe ich ja vorher nicht gemacht. Ich habe das dann immer gemacht, dass ich ihm quasi flambieren wollte, beziehungsweise die alle, und das hat ja nicht funktioniert. Also entweder muss man die alle erstmal ranziehen, das so als kleinen Tipp für alle von euch, die jetzt noch nicht da gewesen sind und das auch selber spielen möchten. Ja, oder es war jetzt nur Zufall und ich muss mir wirklich den einen rauspieken, den ich jetzt gerade brauche. Also sprich diesen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der gestorben ist. Und den konnte ich dann so verbrennen. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Dann weiß ich zumindest in Zukunft Bescheid, ob ich die dann einfach noch ranziehen muss, eben flambieren und dann ist gut. Oder ja, ob da vielleicht doch noch irgendwie ein anderer Trick oder sowas hinter ist. Weil alles andere hat ja leider nicht geholfen. Ja gut, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.